Das europäische Kulturerbe ist sehr vielseitig. Unzählige Klosteranlagen zählen dazu. Sie sind überall in Europa zu finden. Es gibt kaum eine Region, in welcher nicht beeindruckende Anlagen oder Überreste von Klöstern zu finden sind. Sie prägen bis in unsere Tage die Landschaften und Orte. Zwar nimmt die Zahl von Klöstern, in denen Mönche und Nonnen leben, zusehends ab, doch steigt zugleich die Vielfalt an Nutzungen überkommener Abteien und Priorate. Als Beispiel seien evangelische Kommunitäten genannt, welche diese Orte neu beleben. Aber auch ganz andere Nutzungen ziehen mitunter in die alten Klostermauern ein und erhalten damit die Gebäude und tragen den Geist des Ortes weiter. Genau davon will unser Verein Klosterland erzählen. Unser Ziel ist es, den Wert des europäischen Erbes der Klöster für die Gesellschaft und jeden einzelnen Menschen sichtbar und nutzbar zu machen. Klosterland wurde 2013 in Brandenburg und im polnischen Westpommern gegründet. Seither hat sich der Verein in weitere Regionen ausgedehnt. Nicht nur Institutionen, sondern auch Einzelpersonen können Mitglied werden. Sie alle interessieren und engagieren sich für Klöster und deren Geschichte, Kultur und Architektur. Unsere Grundüberzeugung ist der Gedanke, dass Klöster nicht nur in der Vergangenheit die Kultur Europas geprägt haben, sondern dies als sichtbare und zentrale Standorte weiterhin tun. Deshalb konzentrieren wir uns auf 4 Ausprägungen der Klosterkultur: die Gärten, Wirtschaft, Spiritualität und Bildung. Dazu tauschen wir uns untereinander aus und suchen in öffentlichen Formaten den Kontakt zu allen interessierten Personen. Plattformen dafür sind zum Beispiel unsere Netzwerktreffen, Tagungen und Workshops. Ein besonderes Format sind unsere Salons im Kloster, bei denen wir uns in Diskussionsrunden die Zeit nehmen, etwas genauer hinter die Klostermauern zu blicken. Hinzu kommen digitale Angebote wie der Blog Abraham kommt auf den Punkt und unser Podcast Der andere Blick. Auch mit eigenen Klosterprodukten wollen wir von der Klosterkultur erzählen. Unsere Post- und Grußkartenserie Ornamente der Stille gehört dazu. Das ist der Klosterland e.V. Hast du Fragen zur Klosterkultur oder Interesse an einer Zusammenarbeit? Komme gerne auf uns zu. Wir freuen uns auf dich.